Was geht ab, Leute? Einen wunderschönen guten Tag zu meinem nächsten Video hier auf dem Smile Dogs Kanal. IFBB Pro, Tobi Rashid in der Men's Physik ist 3 weeks out, Leute. Und vorweg die beste Information. Heute neues Tiefsgewicht, Leute. Passt auf, wir hatten tatsächlich 104,2 Kilo. Ja, wir machen mal kurz Apps-Check für euch. Ja, geht in die richtige Richtung. Und um so auszusehen, verfolge ich natürlich einen strikten Ernährungsplan, ja. Ich esse sehr nach Plan, alles wird aufs Gramm genau abgewogen. Und wir haben uns gedacht, beim Team Smile Dogs, das interessiert bestimmt so einige von euch da draußen. Und deswegen seid ihr heute mit dabei. Ich habe noch nichts gegessen, wir sind komplett nüchtern, Leute. Das ist alles echt und authentisch. Und wir fangen jetzt an. Ich fange an mit meinem Eiklar. Dazu nehme ich eine Pfanne. First of all schneiden wir ein bisschen Gemüse. Ich fange an mit der Zwiebel hier. Weil Leute, in der Diät, das A und O, wirklich Volumen, Essen, Geschmack, Gemüse ist ganz, ganz wichtig. Allgemein wichtig, Leute, wegen Ballaststoffe und alles, Vitamine natürlich, aber in der Diät erst recht. So, dafür schneiden wir jetzt hier einmal die Zwiebeln schön klein. So. So, die kommen schon mal da rein, die sollen schon mal ein bisschen aufdünsten, ein bisschen kristallisiert werden, damit sich die Aromen schon mal schön freisetzen hier. Wichtig. Dann kommt da rein die Tomate, waschen vorher, Leute, wichtig. So, die machen wir da auch mal mit rein. Das sieht auch schon mal gut aus. Dann kommt als nächstes die Eier. Hierzu nehmen wir einmal unseren Shaker. So, Leute, wichtig. Wir wollen das Eiweiß. Wir wollen nicht zu viel Fett. Wir wollen auch ein bisschen Fett haben, Leute, aber nicht zu viel. Deswegen mache ich das immer so, links, rechts, links, rechts. Eigentlich verwende ich Eiklar, Leute. Ich warte auf meine Lieferung. Ja, wichtig. Da ist man nicht so verschwenderisch, denn ihr wisst ja, was ich immer predige. Wir haben zu viele Menschen auf der Erde, die leider nicht so ein Privileg haben wie wir. Und so viel essen uns, deswegen tut es mir immer voll weh, dieses ganze Eigelb wegzuschmeißen. Und dann benutze ich immer am liebsten Eiklar. Ist auch schneller und einfacher. Und da kommen jetzt rein bei mir 250 ml. Das sind so knapp 10 Eier. Jetzt haben wir 250, jetzt mache ich noch 2 Eiklar rein. Der Eigelb. Und nochmal ein Eiklar hinterher. Oh nein. Ups, passiert. Halb so wild, Leute, ich zeige euch einen Trick, wie ihr das wieder rausholen könnt. Zack, da ist er wieder. Dann kommen jetzt hier rein Gewürze, Leute. Vorher nehmen wir aber noch mal ein bisschen Spinat. Was geht ab, liebe Neosubs-Community? Und zwar haben wir hier einmal unsere neue Kollektion, unsere B-Ball-Kollektion mit richtig freshen Jerseys, Leute. Im Bordeaux-Rot, passend mit der coolen Shorts dazu, Leute. Richtig fresh. Und das Besondere bei unserer Basketball-Kollektion ist, dass wir wirklich frische, coole Farben haben. Frische Tanktops sind auch mit dabei hier. Richtig cool. Auf Jersey angelehnt. Hier mit den Details. Ja, richtig cool. Made for Athletes. Smile Dogs, die Nummer 1. Also checkt das unbedingt ab, Leute, denn zum Drop der Kollektion spart ihr 20% auf die ganze Bestellung. Zusätzlich gibt es ab einem Mindestbestellwert von 80 Euro ein gratis Geschenk on top. Also schlag jetzt zu. So, schmeißen hier schön viel Spinat drauf. Nehme ich auch noch richtig coole Gewürze, Leute. Bei Foods Best unbedingt abchecken, Leute. Ja, das ist auch noch eine Tochtergesellschaft von uns. Davon mache ich jetzt hier ein bisschen was von dem Avocado-Gewürz mit rein. Also, da haben wir hier noch perfektes Gewürz für unsere Eier. Perfect Egg Spice. Foods Best, Leute, unbedingt abchecken. Kann was. So, und dann gibt es noch mal ein bisschen Salz. Und zwar 2 Gramm. Und natürlich Pfeffer machen wir hier noch mit rein. So, ein bisschen Paprika-Gewürz. Gewürze in der Diät auch ganz, ganz wichtig, Leute. Das werdet ihr heute noch ein paar Mal mehrmals sehen. Dann mixen wir das so ein bisschen alles um. Und dann machen wir dann richtig geile Eiklar-Pizza draus. Indem wir das jetzt einfach alles so nehmen und einmal hier so rüberkippen. Wo das jetzt fertig wird, kommen wir zu den Oats. So, dafür nehmen wir eine Schüssel. Waage, tack. Ich habe aktuell 50 Gramm Haferflocken, dann nehmen wir die guten Kölnflocken natürlich. Da lassen wir uns nicht lumpen. So, davon gibt es 50 Gramm. Wichtig hierbei, aufgepasst, wieder Geheimtrick, um das Volumen so ein bisschen noch mal mehr zu machen, gibt es hier noch mal mit rein 3 bis 5 Gramm Flohsamenschalen. Zwei Vorteile, Leute. A, mehr Volumen. Unser Kopf denkt, wow, ist ja so viel. Ja, also wir haben eine höhere Masse, mehr Menge. Punkt Nummer 2, sehr gute Ballaststoffe für die Verdauung, unterstützt, ist gut. Ja, kann ich nur empfehlen. Dann holen wir unsere Flohsamenschalen raus. Denn davon gibt es jetzt auch noch mal. Davon packen wir jetzt auch noch mal 3 Gramm hier rein. So, da kommt jetzt rein Wasser. So machen wir das, dann rühren wir das um. Da kommen jetzt schon mal rauf noch ein paar Beeren.
So Leute, weiter geht's. Und zwar haben wir hier die guten Kultur Heidelbeeren, wichtig. Davon gibt's jetzt nochmal, na, wir wollen den auf Zero haben. Genau, davon gibt's jetzt nochmal 100 Gramm hier rein. Und dann kommt dann noch rein von unseren coolen Vision Ways. Packe ich da heute mal rein. Hier, Kitty Chocolate. Aber das ist nur für den Geschmack. Ja, deswegen ganz wenig, weil wir haben hier unser Ei klar für, als Eiweißquelle, Leute. Eier ist das Beste, was es gibt als Eiweiß. Oh, guck mal, Leute, komm mal ran hier. Oh, ist das nicht sexy? Ist das nicht sexy, Leute? Und der Bruder hat Hunger. Der macht das alles für euch. Der ist komplett nüchtern noch. Hier in Prep, Leute. Ja, ihr habt richtig gehört. So, dann schieben wir die hier mal ein bisschen zur Seite, die Bären, weil ich habe wieder nicht nachgedacht. Ja, weil ich Hunger habe, Leute. Ich bin leer. Aber ich mache für euch alles mit hier. Ihr habt Spaß. So, davon machen wir jetzt nochmal for the taste und damit das nochmal ein bisschen cremig wird. Weil in unseren Neo-Subs Vision Ways, Leute, haben wir natürlich gleich mit reingepackt das gute Bromelain, ja, ganz wichtig für die Verdauung und die Aufnahme der Proteine, ja, hier. Und Perpene sind da auch noch mit drin, Leute. Also es ist mehr als ein normales Whey. Unbedingt abchecken, neosubs.com, Code Tobi. So, haben wir jetzt nochmal hier ein bisschen 20 Gramm nur mit reingemacht for the flavor. Das mixen wir jetzt da unten schön mit rein. Und diese ganze Masse, weil die Beeren sind ja gefroren gewesen, packen wir jetzt noch mal ein paar Sekündchen in die Mikrowelle. Aber wirklich nicht lange, Leute, 30 Sekunden, das reicht. Und dann ist das durch. So, was haben wir jetzt alles vorbereitet? Unser Eiklar ist gleich bereit. Unsere Proteinpizza hier, ja, das sieht auch gut aus. Die ist am Kommen. So, dann wird jetzt vorbereitet der Reis schon mal. Das heißt, ich nehme immer meinen Reiskocher, ja, wasche den Reis vorher. Alles wird schön durchgespült. Dann wird der gekocht. Und ich nehme euch jetzt einmal mit dafür. Ja. Ich will einmal mich kurz koordinieren. Aber was wir vorher noch machen können, ist die andere Hälfte der Zwiebel schon mal schneiden. Denn wir brauchen für unser Hähnchen gleich auch noch ein bisschen Gemüse. Ja. Wenn wir gleich das Hähnchen anbraten, das soll ja schön... Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ganz wenig, wirklich. Das ist sehr für die Flavor. Das hat hier gar keinen richtigen Effekt jetzt, weil meine Fette beziehe ich morgens aus dem Eigelb, die ich da noch voll mit reingemacht habe. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt haben wir hier noch den guten Ottmann-Zimt, Ostmann. Davon machen wir auch noch mal ein bisschen was drüber hier. Denn ihr wisst ja, Zimt hilft einfach, dem Körper die Kohlenhydrate besser aufzunehmen. Falls ihr alle euch fragt, warum machen wir eigentlich einen Zimtteppich? Hier ist die Antwort, Leute. Zimt hilft einfach, den Blutzucker konstant zu halten, auch wenn man eine hohe Menge an Kohlenhydraten isst. Ja, dann geht er nicht gleich so durch die Decke. Den hauen wir da noch ein bisschen mit drauf. Und natürlich unsere Flavors jetzt in der Diät, Leute. Es geht nichts über Flavor. Ich brauche den Flavor, you know? I need that flavor, Habubis. Und zwar haben wir heute hier unsere Flavor Bomb im Geschmack. Im Geschmack Kinderschokolade. Nee, was ist das hier? Hazelnut Cream, Leute. Ich sehe nur die Dinger und ihr merkt, ich kann nicht mehr denken. Ich sehe diese Buenos und mein Kopf setzt aus. Auch hier wieder mit Digestive versetzt. Das hilft auch wieder der Verdauung. So. Also ihr merkt, bei uns hat immer ein bisschen alles mit Verstand zu tun. Da ist nicht nur Chigimigi, sondern auch ein bisschen, was euch hilft. So, das reicht. Jetzt aber wirklich, das reicht. Ihr merkt schon, Leute, hier geht das Schlag auf Schlag, Digga. Da wird alles vorbereitet jetzt. Zacki, zacki. Jetzt die Zwiebel fürs Fleisch. So, dann haben wir hier 400 Gramm Fleisch. Da haben wir auch bei Foods Best, Leute, richtig geiles Gewürz. Unbedingt abchecken. Das kommt da rein, da kommt ein bisschen yummy, 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 I got love in my tummy and I'm feeling like I'm loving you. Bisschen Pfeffer. Eine Party. So sieht das aus, Leute. Okay, Leute, das sieht jetzt wie folgt aus. Wir machen noch mal ein bisschen Brokkoli fertig. So, Leute, ich wiege jetzt ab den Brokkoli, den ich damit dazu mache. Und dann machen wir den schon mal ein bisschen in die Mikrowelle, dass der schon mal ein bisschen aufgetaut ist. Ich hole immer gerne meinen Gemüse-TK-Form. Einfach aus dem Grund, weil durch das Schockgefrieren direkt nach der Ernte sind noch alle Vitamine und Mineralien direkt mit drin. Zusätzlich muss ich nichts schnippeln. Weil ihr wisst ja, mit dem Schnibbeln läuft nicht so bei mir. Habt ihr ja gerade schon gesehen. Ich bin nicht so der Schnibbelexperte. So, Leute, nicht nachmachen, hier mit Hand reingreifen. Das macht man natürlich nicht. Aber ich muss jetzt hier ein bisschen Gas geben.
So, das sieht doch gut aus, Leute. Leute, seht ihr das? So muss das aussehen. So muss das aussehen. 1A. Zack, das ist das erste Mehl. Und hiermit den Haferflocken. Was haben wir hier? Wir haben 50 Gramm Haferflocken, 100 Gramm Beeren, 20 Gramm Vision Whey. Und hier haben wir 250 ml Eiklar, 2 Volleier, Gemüse, Spinat, Tomaten, ein paar Zwiebeln. Geiles erstes Mehl, Leute. Schaut euch das an. So, jetzt geht weiter mit dem Reis, Leute. Einmal auf Null setzen. So, ich habe so wenig Reis, Leute, dass ich immer gleich 2 Portionen auf einmal mache, damit der Reiskocher es überhaupt schafft. Pro Portion 50 Gramm. Das heißt, ich mache jetzt 100. Was mache ich jetzt hier, Leute? Ich wasche den Reis einmal. Wichtig, Leute. Schön gut durchspülen immer. Das macht man 2-3 Mal. Ihr seht, das Wasser ist so leicht milchig. Und umso klarer es wird, umso besser seid ihr davor, dass der Reis bereit ist. Ihr müsst ihn auch wirklich waschen mit euren Händen. Ich sehe es ganz oft, dass die Leute da nur Wasser reinkippen. Aber ihr müsst ihn halt auch wirklich waschen, so ein bisschen durchsieben hier. Und dann geht das. So sieht das aus dann. So, das wird jetzt auch nochmal auf die Waage gestellt, denn das Salz muss genau abgewogen werden, der hier reinkommt. Wir wollen nicht zu viel, nicht zu wenig, wir wollen es perfekt. So, 2 Gramm da rein und gut ist. Ist jetzt so bereit, wie er ist, kommt er hier rein. So. Jetzt auf Kochen stellen, abwarten. Der macht sein Ding hier alleine zum Glück. Dann warte ich jetzt, bis das Wasser weg ist. Wasser ist gekommen wegen dem Brokkoli, weil ich den da nochmal mit reingeschmissen habe. Und der dann halt ja, noch ein bisschen Restwasser drin hatte, weil er ja gefroren ist. Oder warte mal, wir machen das anders. Das dauert mir nämlich ein bisschen zu lange jetzt. Ich kipp das Wasser weg. Ich kipp das ab. Denn, Leute, wichtig ist immer, Proteine und Aminosäuren aus der ganzen Palette zu holen, ja. Das heißt, wir nutzen hier die Kombination aus Hähnchen, habt ihr gesehen, Rind, ja, das ist Steak, das ist Muskelfleisch und Eiern, um einmal das komplette Aminosäurenprofil abgedeckt zu haben. Okay, Leute, jetzt kommen hier noch ein bisschen Tomaten mit dazu, einfach damit ich sie verwerte, weil sie sind jetzt noch da. Zack. Und hier den fertigen, schon in Portion, Würzspinat mit Zwiebeln mit drin, die machen wir auch noch mal ein bisschen mit da rein. Das wiege ich jetzt aber nicht ab, weil, Quatsch, ein bisschen Gemüse hier, kann man da so mit zugeben, das passt schon. Das wär's, dazu kommen jetzt gleich noch Kartoffeln, dann ist das unser vorletztes Mehl, denn unser allerletztes Mehl ist Wildlachs mit Gemüse. Und das zeige ich euch gleich. Jetzt geht's weiter mit dem Lachs, Leute, das ist Wildlachs. Zack, den kacke ich mir immer in so eine Auflaufform hier rein. Das sind 250 Gramm komplett. Und da kommen jetzt noch rauf ein paar Zwiebeln. So. Haben wir hier Zitronensaft, Bio. Eignen sich optimal dafür. Einfach hier so ein bisschen rübergeben und dann passt das. Dann nehmen wir noch ein bisschen von unserem coolen Spinat, den wir ja hatten. Und machen den auch noch mit darüber. Und dann geht das ganze Ding, so wie es ist, einmal ab in den Ofen. Ab in den Ofen. Das wär's. Dann checken wir mal ab, was der Rindfleisch hier macht. Uiuiui. Leute, schaut mal. Das Rindfleisch ist doch schon saftig hier geworden. Ey, guckt euch das doch mal an. Ein Traum, oder? Ist jetzt nicht meins alles, ne? Ich habe ein bisschen mehr gekocht.